Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, das Remake. Ja, in der letzten Folge, warum habe ich jetzt einen Mauszeiger mittendrin? In der letzten Folge haben wir das Dorf gemacht und das war eigentlich das, wovor ich am meisten Schiss hatte. Jetzt so für den Anfang, muss ich gestehen. Zwei Sachen kamen wir leider nicht ran. Einmal hatten wir eine verschlossene Schublade. Ich hoffe, da kriegen wir später irgendwie einen Dietrich oder sowas für. Und einmal haben wir einen Schatz, wo wir aber nicht reingekommen sind. Und es hat mich irgendwie getriggert, weil ich meine, irgendwo hier konnte man was abschießen. Aber vielleicht habe ich es doch falsch im Kopf, weil ich glaube, hier unten ist auch nochmal ein Dorf oder sowas. Und hier oben sind wir jetzt quasi auch nochmal in ein Dorf, beziehungsweise, ja, es ist halt ein Bauernhof. Und ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich jetzt eigentlich bin. Bei mir hat alles komplett ausgeschaltet jetzt im Kopf. Und ja, ich bin einfach nur noch froh, wenn ich hier einigermaßen heil durchkomme, ehrlich gesagt. Wie bereits mehrfach erwähnt, ich liebe dieses Spiel, aber ich hasse es, diese Sachen zum ersten Mal zu spielen, wenn ich nicht weiß, was dann passiert. Oh, hier läuft ein Bulle rum. Okay. Da können wir aber nicht rüber hier, oder? Doch, können wir rüber. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, das würde ich am liebsten im ganzen Spiel so machen. Ah, da ist sowas zum Abschießen. Ah, genau sowas meine ich. Jetzt wollte ich gerade auf die Karte klicken, um zu gucken, wo die anderen eigentlich sind. ich glaube, das ist mir leider nicht vergönnt. Oh, der mich jetzt erschreckt. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Die Frage ist, lass mich mal hier durch. Ja, wir versuchen es mal im Stealth-Modus. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Sehr schön. Da drin sind welche, oder? Denke ich mal. Wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, das kriegen die aber mit. Mist. Okay, also da drin sind auf jeden Fall welche. Wir machen mal... Oh, da oben ist auch wieder so ein blaues Teil. Sieht man das hier drauf? Nee, sieht man nicht. Schade. Wir machen jetzt Resident Evil mal anders. Nämlich so Assassin's Creed Evil. Ih, wir sehen den Hintern der Kuh. Ich will doch lieber Resident Evil machen. wobei wir theoretisch hier auch die Tiere metzeln könnten. Was jetzt irgendwie blöd klingt. Hier ist das. Ah, oh, was mich so getriggert hat. Ah, da ist das. Das muss man irgendwie zumachen. Ich weiß aber nicht wie. Also ich habe noch im Kopf, dass man es zumachen muss. Aber ich weiß echt nicht mehr wie. Müssen wir gleich mal gucken. In der Hoffnung, dass hier... kann man das eigentlich sehen, wenn hier noch Gegner sind? Nee. Geh mal weg da. Dummes Schwein, du. So, da oben ist... Da oben, glaube ich, ist auch einer, wenn ich mich richtig erinnere. Oder die laufen hinter einem her da oben rein. Das kann sein. So, hier scheint gerade keiner zu sein. Was ist das denn hier? Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Ach, der hatte, glaube ich, was mit diesen Medaillons zu tun, oder? Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. Kampf der Medaillons. In Gottes Namen. Kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehangen haben? Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet, Bauernhof. Belohnung. 3 Spinels. Das sind, glaube ich, diese Edelsteine. Fortschritt 0 von 5. Achso, 5 gibt es also insgesamt. Okay. Ich würde hier gerne noch so ein bisschen unentdeckt rumlaufen. Rohstoffe. Rohstoffe. Sehr schön. Sehr schön, weil mit den Rohstoffen... falsche Taste gedrückt. Das ist das doch, oder? Material, aus dem in Kombination mit Schießpulver verschiedene Arten von Munition hergestellt werden kann. Ja, mega, mega geil. So, hier ist erstmal noch Schießpulver. Das machen wir noch nach unten. Können wir aber eigentlich hier herstellen. Pistolenmunition. Das muss ich mal eben gucken.
Kommt auch Pistolenmunition raus. Dann ist für Schießpulver wahrscheinlich, also ja, für Flintmunition wahrscheinlich ein An. Nee, Moment, da brauchen wir insgesamt 12 für, glaube ich. Das ist es. Naja, gut, Pistolenmunition wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, wenn jetzt nochmal was Größeres kommt. Ich würde gerne noch was davon finden, ehrlich gesagt. Lass ich erstmal noch so drin. Wo geht's denn da weiter? Das scheint mir unter Strom zu stehen oder so. Das schweine mich jetzt hier gerade. Erschreckt. So, das war das Wort, was mir fehlt. Na, da brauche ich jetzt wieder so ein Ding für. Na gut, okay. Nicht, dass die mich drin sehen können. So, grünes Kraut. Hatten wir noch ein rotes? Nee, ne? Nee, dann lassen wir das erstmal so. Aber ich würde gerne... nein, halt. Das woanders hin tun, weil dann haben wir nämlich den Platz für das Kraut auf jeden Fall noch. So, das heißt, dass wir hier noch rein müssen. Aber die sehen mich auf jeden Fall, wenn ich da reingehe. Deswegen möchte ich das als letztes machen. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier draußen anfange zu schießen, kommen die dann raus? Das war's Huhn, ne? Hier haben wir ja schon eigentlich alles nachgeguckt. Können wir da... Nein, nein, nein. So? Können wir nur abschießen, glaube ich, ne? Ah, nee, geht auch so. Das, hä? Ja, ja, das. Ja, ja. Da kann man nichts mehr machen. Wir müssen... Och, haben wir schon wieder ein Ei hier. Sehr schön. Wir müssen irgendwie versuchen, das eine hier zuzukriegen. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie. Wenn ich das Ding da oben abschieße, dann glaube ich, kommt da irgendwie ein Juwel, eine Kette oder irgendwas runter. Kann man da nichts drauflegen oder so? Hier auch nichts anklicken. Hoch kann ich hier auch nicht. Oh, das nervt mich jetzt. Ganz ehrlich, das nervt mich tierisch. Wo war denn hier? Ne, hier war nichts Blaues drin, ne? Das muss übrigens auch mal sein. Also da müsst ihr euch dran gewöhnen. Geh mir mal aus dem Weg, du dumme Sau hier. Da müsst ihr euch auch dran gewöhnen, dass ich mir ja alles nochmal genau angucke, wenn ich irgendwas gelöst haben will. Wahrscheinlich komme ich jetzt hier raus, wenn ich das abschieße, oder? Der wackelt so. Auf jeden Fall sind sie irgendwie aufgeschreckt. Aber... Noch kommen sie nicht raus. Und ich sehe gerade nichts mehr. Hallo? Na gut. Ich muss aber noch gucken. Ich glaube, hier drin war doch noch irgendwo eins, oder? Oh, könnt ihr mir mal... Ah, ja, hier. Am Arsch der Kuh sozusagen. Moment, komme ich hier rüber? Natürlich nicht. Das heißt, entweder muss ich das wirklich von der anderen Seite... Ah, nee. Hallo? Huh, was ist jetzt los? Hallo, geht's noch? Wollte die Kuh mich jetzt hier gerade umdieten? Was bist du denn für ein wild gewordener Bulle, bitte? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich nehme mal ein Hühnerei auf den Schrecken hier. Eine geringe Menge, ist egal. Halt, stopp. Etwas Gesundheit. Ich weiß nicht, was jetzt weniger ist. Etwas oder eine geringe. Ich nehme jetzt einfach mal das Ei so. Der hat mich aber getroffen. Alter, ich war hier fast am Ende mit der Gesundheit. Geht's noch? Ich wollte doch nur das Ding machen und du haust mir da irgendwie... Ich bin doch keiner von diesen gefräßigen Zombies, hallo? Ich glaube, Takt. So, nee, hier war die Speichermaschine, genau. Was haben wir? Zwei oder drei? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mitgezählt. Ich habe jetzt so einen Schrecken bekommen hier. Ah,
Kann man das erst später machen mit dem Zumachen? Ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe aber auch absolut keine Ahnung. Irgendwie musste man da ein Brett drüber legen oder so. Oder man musste das hier wegpumpen. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche hier mal das Ding zu kriegen. Ja. Na lecker. Dreckige Perlenkette. Ja, ja. Aber ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt hier auch nicht so lange rummachen. Ich meine, gucken ist alles schön und gut. Aber greif mich jetzt bloß nicht nochmal an, du Mistvieh. Also. So, Moment. Hier haben wir nichts. Da ist zwar die Mühle, aber da ist nichts. Hier noch irgendwo? Oder hier draußen vielleicht? Oh, oh. Da ist noch was, ja. In Anführungszeichen nur Gold, aber Gold ist auch immer gut. So, hier hing jetzt aber nichts, wo ich jetzt irgendwie... Oh, ach, ich kann ja rein. Sag mir das doch einer. Oh, ihr Schweine, ihr Schweine. Ja, rein kann ich, aber hier ist eine Sprengfalle. Kommt man die nicht irgendwie... Ja, ja, ja. So war das. Okay. Ich wollte gerade schon sagen. Da ist jetzt jemand drin, so wie es aussieht. Beziehungsweise wie es sich anhört. Und hier... Nee, ich wollte nicht ducken. Ich wollte eigentlich laufen, aber ist auch gut. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. So. Ach, da komme ich auf die andere Seite, oder? Oh Gott, was ist denn hier alles bitte? Das sieht gut aus. Ja, Flintenmunition nehmen wir mit. Nein, duck dich doch nicht immer, Mensch. So. Machen wir erstmal wieder voll. Sehr schön. Was können wir hier machen? Da können wir gar nichts machen. Alles muss man selber machen. Ja, das ist scheiße, ne? Ich kenne das. Was ist denn da jetzt passiert? Ach so. Ach, da fehlt ein Zahnrad. Ah, okay. Okay. Jetzt schleichen wir uns sozusagen von oben bei denen an. Weiß ja nicht, ob die da drin sind. Du gerade am Fenster gucken, ne? So. Oh, ja, da ist einer drin. Ja, das ist so blöd, dass man sich da nicht reinschleichen kann. Sind da zwei drin oder ist da nur einer drin? Ich hasse solche Momente. Gesundheit. Unten ist auch noch einer. Jetzt sind die draußen, oder was? Warum sind jetzt draußen so viele? Warum hört er sich so komisch an? Mich verarschen. Oh fuck. Oh fuck. Was ist das? Nein. Nein. Nein! Nein! Was ist das bitte? Was für ein Fuck? Willst du mich? Nein! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Sag mir bitte, dass der liegen bleibt. Okay, er bleibt liegen. Wie viele sind das bitte? ETF! Oh,
So nicht, mein Freund. Ich hab nicht so viel Munition. Sterbt doch endlich alle. Oh fuck, das hört sich nicht gut an. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. Oh, sag mir bitte, dass es das war. Natürlich nicht. Jetzt stirb doch endlich. Verreck, du übelgesichtiges, übelriechendes. Wie viel Munition brauchst du für diesen Scheiß hier? Ey, wenn ihr jetzt wüsstet, wie schwitzig meine Hände gerade sind. Was ist das hier für ein... Und dann hat der auch noch die Hände fast an den Brüsten von der Alten, ne? Also es geht ja mal gar nicht. Muss so ein Scheiß jetzt da reinkommen? Ich war hier selig komplett im Original ein... Ey, dich röste ich zum Frühstück. Du bist doch bestimmt dieses Mistvieh, was mich getreten hat hier. Die sehen ja lecker aus jetzt. Ist da draußen jetzt noch irgendjemand? War das jetzt alles? Sind die jetzt alle wieder neu oder was? Ich kann mich so halb dran erinnern, dass die neu kamen. Aber dieser Mistkerl hier, dieser mit dem komischen Kopf da, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Oh, 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 oh. Oh, oh. Wenn man sowas nimmt wie ein Zahnrad, irgendwas Wichtiges, das ist nie ein gutes Zeichen. Nie ein gutes Zeichen. Weil das heißt nämlich in der Regel immer, dass jetzt irgendwas in Gang gesetzt wird, was jetzt was größer ist. Oh, Küchenmesser, sehr schön. Können wir uns unsere Brote auch selber schmieren. Oder eventuell können wir damit die Schubladen öffnen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Haben wir das Küchenmesser jetzt noch? Doch, wir haben das noch. Ein einfaches Küchenmesser, dessen Klinge leicht bricht. Ja, ich habe auch schon gemerkt, mein Messer scheint auch kaputt zu gehen. Ich denke, das war im Original auch so. Ist das kein... Ach, das ist ein Buch, das ist keine Pistolenmunition. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Okay, da sehe ich jetzt so keinen. Flintmunition. Okay, wir können ja rein theoretisch. Ich hoffe, das war ein Huhn, was ich gerade gehört habe. Oh, 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 oh. Moment. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt haben wir aber, glaube ich, vier, ne? Vier von fünf. Haben wir hier neu... Habe ich da gerade was grummeln hören? Ich wollte nur wissen, ob wir da neuen Besuch haben. Unten sehe ich nichts. Wo ist denn das letzte davon? Okay. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Das ist quasi unter mir, ne? Ja. Kann man hier noch irgendwas? Achso, hier vorne waren wir noch nicht, ne? Theoretischerweise hätten wir hier wahrscheinlich jetzt rausgekommen zum Kämpfen oder so. Ah, Moment. Kommen wir denn da wieder hoch? Ich hoffe doch. Ach so, da. Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Eine Weinkanne. Sehr schön. Da fehlt übrigens auch ein Rubin oder sowas drin. Rohstoffe. Sehr geil. Ach so, haben wir denn... Ne, da haben wir noch nichts dazu bekommen. Aber wir haben... Ach so, aber wir haben ein Päckchen... Moment, dann können wir die mal kurz aufladen. Dann die wieder nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, die linke können wir gar nicht aufladen, ne? Oder nimmt die normale Pistolenmunition. Aber die möchte ich jetzt nicht damit verballern. Das ist, die ist zwar geil. Mensch, Spezialwaffe auf der Basis der MUP.
Da steht leider nichts drin. Ich weiß nicht, ob es eine normale Handfeuerwaffe ist, nur dass die halt ein bisschen schneller ist. Mit einer Automatik drin. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Können wir die... Also wenn wir die mit dem anderen aufladen können, dann können wir die natürlich... Oh, können wir. Oh, dann können wir die natürlich als Hauptwaffe nehmen. Dann brauchen wir die normale überhaupt gar nicht mehr. Weil es ist ja eine verbesserte. Achso. Okay. Gut, dass wir das nicht... Ich schieß dir in deinen... Naja, ich mach's nicht. Aber mir fehlt immer noch so ein blaues Teil. Das triggert mich jetzt hier gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben noch eins drin gewesen ist. Im Original. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt hier auch eins drin ist. Das Problem ist... Tritt der mich jetzt, wenn ich wieder hier drin stehe und nur gucke, oder? Ich glaube, da irgendwie hing dann eins drin. Aber ich finde das jetzt nicht. Hm. Da ist ja nur das eine gewesen. Oder hängt das vielleicht außen irgendwie... Gib mir mal eben dein Ei. Hängt das vielleicht außen hier an der Wand dran oder so? Eigentlich ist es ja sehr blau. Also eigentlich ist es ja sehr auffallend, sage ich mal. Von der Farbe her. Mich triggert das jetzt einfach, dass ich nicht weiß, wo das ist. Es tut mir jetzt auch leid. Ich wäre auch gerne... Ach so, es geht ja gar nicht. Ich wäre auch gerne weitergegangen. Aber mich triggert das hier so... Und ich denke, oder ich hoffe mal, dass ihr auch wissen wollt, wo das letzte Teil ist. Vielleicht wisst ihr es auch und lacht euch jetzt ins Fäustchen. Haha, die Alte weiß gar nicht, wo das ist. Da bist du ganz, ganz kalt, ganz kalt. Aber ich habe es jetzt auch alles nicht mehr so im Kopf, bin ich auch ganz ehrlich. Ich konnte das alles mal aus dem FF heraus. Wusste ich immer genau, wo was war und... Hängt auch nichts an der Seite dran, ne? Ne, das ist wieder dieser... Das ist wieder hier dieser Stall. Habe ich die wirklich noch nicht fertig? Kann man das hier irgendwo sehen? Herausforderungen? Zählt das dazu? Selbstversorger? Nee. Ja, ja, ja. Nee, also da scheint auch nichts drin zu sein. Hm. Das finde ich jetzt aber mal wirklich sowas von blöd. Kann das auch nicht irgendwie... Ich meine, kann natürlich auch sein, dass das jetzt im nächsten Teil erst kommt. Wobei, dann ist der Bauernhof, glaube ich, zu Ende, ne? Hinten hört der Bauernhof auf. Der Baum triggert mich irgendwie, als ob das im Baum gehangen hat. Also Erinnerung, da muss es gehangen haben, aber ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz schnell speichern zur Sicherheit. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt gleich als nächstes kommt. Und dann gucken wir uns gleich den nächsten Bereich an. Bevor ich das nämlich jetzt alles nochmal neu machen muss, ich habe schon gedacht, hier wäre was. Gehört das hier auch zum Bauernhof? Moment. Na, eigentlich nicht, ne? Andererseits... Ja, der Bereich. Aber hier ist nichts zum Abschießen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jetzt so oft hier durchgelaufen. Ich finde es halt scheiße, dass ich es gerade nicht finde. Ich würde es euch auch wirklich gerne zeigen. Und würde es gerne auch selber natürlich wissen. Da geht's weiter. Ist hier irgendwo was drin? Auch nichts. Hm. Ich habe keine Ahnung. Gehört das hier noch zum Bauernhof? Na. Ja und nein, ne? Aber hier von außen... Nee, also ich habe wirklich keine Ahnung.
Oh, ich dachte gerade, da wäre was. Na, das, denke ich mal, gehört auch alles nicht mehr zum... Oder? Naja, schon wieder ein ganz neues Gebiet jetzt hier. Handgranate, sehr schön. Höre ich das jetzt von im Haus, oder? Ich glaube, ich höre es von im Haus. Ich glaube aber, ich weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, es wird getriggert, wenn ich den Wagen wegschiebe. Entsprechend würde ich jetzt ehrlich gesagt sagen, dass wir dann doch erstmal einen kleinen Cut machen. Vielleicht kann ich dann auch gleich nochmal durch das Dorf laufen und nochmal genau gucken. Offline, ich weiß es nicht. Ich finde es halt doof, dass ich es nicht gefunden habe. Das nervt mich jetzt halt. Ich laufe da, glaube ich, gleich nochmal offline ein bisschen durch das Dorf. Wir müssen auch hier gleich essen. Ich meine nämlich, hier beginnt eine größere Szene und wenn ich mich richtig erinnere, hat das auch irgendwas mit Dynamitwerfern oder so zu tun. Deswegen mache ich hier erstmal noch einen kleinen Cut. Es tut mir wirklich leid. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.